Herr Schubert, ich denke, Sie liegen mit 40 Fieber im Bett. 38,5. Dann gehen Sie. Das Letzte, was mir fehlt, ist Ihre Sommergrippe. Hongkong-Viren A5. Für Menschen mit angegriffenem Herzkranz gewesen. Wem ich kann das tödlich sein? Was wollen Sie denn hier? Das frage ich mich auch. Aber, ja, Herr Hauptkommissar Strobel verbreitet im Präsidium das Gerücht, dass ich nur simuliere. So was kann ich ja wohl kaum unwiderlegt auf mir sitzen lassen. Mein Gott, Herr Schubert, Sie kennen den Chef doch. Also gut, ich werde ihm sagen, was machen Sie denn da? Beweisstück Nummer 1. Der Chef kann das ja von Dr. Dochnal im Labor untersuchen lassen. Männer. Wenn alles so ist, was ich sagen, dann frage ich mich allerdings, wieso Sie so schwitzen? Na, hören Sie mal, wenn Ihre Freundin erwürgt wird, dann geraten Sie auch ins Schwitzen, oder? Erwürgt? Wer hat gesagt, dass sie erwürgt worden ist? Sie! Ach so. Ja, Chef, das Protokoll. Und Schubert war gerade da. Na, ja. Prima. Sagen Sie, wir sollen warten. Es gibt viel zu tun. Er ist krank. Schubert ist immer krank. Also, wo ist der Unterschied? Ich wiederhole. Volker Tönnesen, geboren am 17.12.1950 in Hannover, wohnhaft in Hamburg, Dortmundstraße 4. Der Zeuge gibt zu, mit Frau Waltraud-Hohl seit Jahren intim befreundet zu sein. Intim habe ich nicht gesagt. Herr Tönnesen, wir haben Ihren Rasierapparat und Ihre Zahnbürste in der Wohnung des Opfers gefunden. Intimer geht's nicht. Das ist doch kein Beweis. Vielleicht hat sie sich damit die Beine rasiert. Eine Zahnbürste? Also gut, streich mir das Wort intim, Frau Möbius. Dass wir die Haare aus dem Rasierer des Opfers mit den Bartstoppeln von Herrn Tönnesen im Labor verglichen haben. Also gut, ich gebe zu, dass ich mich mal in der Wohnung rasiert habe. Also lassen Sie das Wort intim stehen. Als Frau Hohl am Morgen des 14.06. nicht im Büro erschienen ist und auf wiederholte Anrufe des Zeugen nicht reagiert hat, begab er sich in der Mittagspause zur Wohnung des Opfers, wo er die Polizei vorfand. Nämlich mich. Unterschreiben Sie. Was gucken Sie mich so an? Nichts. Ich finde es nur seltsam, dass Ihre Freunde nicht geheiratet haben. Alleinstehend und seit Jahren befreundet, Kollegen in der gleichen Abteilung. Das war's, Frau Möbius. Man wird ja mal fragen dürfen. Waltraud war schon verheiratet. Ja, was? Oder sagen Sie jetzt? Die Ehe ist schon seit ewigen Zeiten auseinander. Waltraud wollte sich nur nicht scheiden lassen. Kann ich jetzt gehen? Bitte? Aber Sie halten sich zur Verfügung, nicht? Chef? Wir wollten in einigen Tagen zusammen nach Mauritius. Waltraud hatte schon die Tickets. Ja, daraus wird ja nur nichts, nicht? Aber in so einem Fall wird sich Ihr Reisebüro kulant zeigen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie glauben, ich hätte Frau Hohl ermordet. Ja, stimmt. Aber trotzdem machen Sie sich nichts raus. In diesem frühen Stadium der Ermittlungen ist jeder verdächtig. Das ist sogar ich. Sie kannten Waltraud? Nein. Schubert. Chef. Haben Sie sich den Mann gut eingeprägt? Was für ein Mann? Los, gehen Sie an Tönnesen nach. Lassen Sie ihn keine Sekunde aus den Augen, ja? Wo bleibt Paul mit den Fotos? Wieso wollen Sie Tönnesen beschatten lassen? Ich bin krank. Chef, ich habe 38,5. Sie sind hier immer noch da, Schubert. Hey, was ist das? Los, Mann, Bewegung. Und hören Sie auf, den Todkranken zu simulieren. 38,5. Ist ja kein Wunder, dass Sie erhöhte Temperatur haben, wenn Sie mitten im Hochsommer mit langen Unterhosen und Pullover rumlaufen. Das wird Konsequenzen haben. Na, hoffentlich. Die frische Luft und die Bewegung werden Ihnen gut tun. Durchatmen, Schubert. Tief durchatmen. So. Und jetzt zu Ihnen, Frau Büblos. Was sollte diese Bemerkung vorhin? Erstens wissen Sie ganz genau, dass es auf den Tod nicht aufstehen kann, wenn Sie sich ungefragt in die Vernehmung von Tatverdächtigen einmischen. Und zweitens, hören Sie mir überhaupt zu? Und zweitens? Und zweitens finde ich Ihre Schlussfolgerungen geradezu lächerlich. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie und ich, wir beide sind auch alleinstehend und arbeiten in der gleichen Abteilung. Aber deswegen müssen wir doch noch lange nicht verheiratet sein, oder? Auch wenn es hier bei Ihnen so aussieht wie auf der Blumeninsel Mauritius. Heiraten nicht, aber erwürgen würden Sie mich doch ganz gern ab und zu. Genau. Das heißt natürlich nein. Aber genau das hat dieser Jammerlappen von Tönnesen getan. Weil er seine Freundin nicht heiraten wollte. Ich wette, die Reise nach Mauritius hat Waltraud gebucht, um ihm das Ja-Wort abzuluxen. Im Blütenrausch. Sie meinen wohl, jeder Mann ist so wie Sie. Ah, der Herr Pohl. Wo sind die Aufnahmen? Frau Möbius, haben Sie ein paar Kopfschmerztabletten für mich? Ah, guck mal. Da haben wir ja auch den Ehemann. Ich glaube, Schubert hat mir seine Grippe angehängt. Grippe? Jetzt fragen Sie nicht auch noch an, Pohl. Das ist alles nur eine Frage der Selbstdisziplin und der inneren Einstellung.
Wie soll Ihr Körper seine inneren Abwehrkräfte mobilisieren, wenn Sie mit hängenden Schultern und so einem Gesicht rumlaufen? Kopf hoch, Brust raus und auf in den Kampf. Jawohl, Herr Oberstorwartführer. Hier, klappern Sie alle Wohnungen im Haus ab und erkundigen Sie sich, ob einer der Hausbewohner Tönnissen gestern Abend da gesehen hat. Oder irgendeinen anderen der Herren aus Ihrem Fotoalbum. Chef, erinnern Sie sich an den Fall Schiller? Der Fall mit der Glocke? Sehr witzig. Nein, Annegret Schiller. Vor einem halben Jahr. Vergewaltigt und erwürgt in Ihrer Wohnung. Ich habe die Akte rausgesucht und Frau Möbius. Die Fälle haben gewisse Ähnlichkeiten. Zum Beispiel war in beiden Fällen die Wohnung nicht mit Gewalt geöffnet worden. Die Tatzeit ist in etwa identisch zwischen 20 und 21 Uhr. Beide Frauen waren alleinstehend berufstätig und beide so um die 40. Wie Sie. Sie haben recht, Frau Möbius. Manchmal möchte ich meine Hände um Ihren Hals legen. Und einfach zu drücken. Eugen, spinnst du? Ist das deine neue Strategie, mich so lange mit Blumen zuzuschütten, bis ich aufgebe? Gibst du auf? Nein, im Gegenteil. Schnittblumen machen mich traurig. Und aggressiv. Vor allem, wenn sie von irgendwelchen Blumendealern auf dem Blumengroßmarkt stammen, die sich mit Hauptwachtmeister Eugen Möbius gutstellen wollen. Wer sagt das? Los, steig ein, Eugen. Ich komme gerade. Ich hab Mittag. Also, Adelheid, das mache ich in gar keinem Fall. Ich breche doch nicht ein amtliches Siegel auf. Auch wenn die Frau Schmanz dir die Schlüssel gegeben hat. Tja, Eugen, wenn das Siegel an der Vordertür nicht mit deinem Gewissen vereinbar ist, dann müssen wir eben durch die Hintertür. Was für eine Hintertür? Na, über den Balkon. Aber Adelheid! Die Wohnung von Frau Schmanz liegt doch genau daneben. Komm. Na bitte, da ist ja schon der Balkon von Frau Hohl. Wie sollen wir da rüberkommen? Springen? Nee. Hiermit! Ich bin doch nicht lebensmüde. Die hält mich doch nicht aus. Ach was, komm. Die hält uns beide aus. Er kann nicht. Warum nicht? Es geht so tief runter. Ja, natürlich. Wir sind noch im dritten Stock. Sag doch nicht noch sowas. Das stimmt doch. Nach unten, sieh mich an. Na komm. Die rechte Hand, das linke Bein, die linke Hand, das rechte Bein. So, prima. Und. Danke. Danke, danke, du Bangwüchs. Komm. Vorn im Wohnzimmer. Hier. Was soll ich damit? Die gibst du nachher der Hausmeisterin, der Frau Schmanz, zurück. Ja, aber... Du warst doch der Erste hier gestern, als Frau Schmanz die Polizei verständigt hat. Ja, warum? Du hast sie liegen sehen, die Leiche. Da vorne, rechts, in dem Sofa. Strobel behauptet, sie sei nicht vergewaltigt worden. Na ja, ziemlich mitgenommen hat sie schon ausgesehen. Und die Perlenkette hat er ihr auch abgerissen. Aber sie war vollständig angezogen. Ja, das heißt... Na was nun? Versuch dich zu erinnern. Und halb so, wie du beim ersten Mal, als deine Mutter plötzlich reinkam ins Zimmer. Mensch, Eugen. Natürlich habe ich dir nicht die Kette vom Hals gerissen. Bitte, fass nichts an, Adelheid. Nein, ich will nur... Lag das Telefonbuch auch so da? Glaub schon. Restaurants fangen alle mit Tee an. Apropos, du wolltest mich zum Mittagessen... Ach, Eugen, das ist furchtbar mit dir. Entweder du denkst ans Essen oder an... Dich? An wen sonst? Adelheid, bitte. 500 Mark im Monat, das ist auf die Dauer einfach zu viel bei meinem Gehalt. Vor allem, wo dein Sohn jetzt doch selber verdient. Und du hast versprochen, nichts anzufassen. Da ist so gut wie nichts drin. Reg dich ab. Lag das alles so offen da? Ich sag doch, alles ist so, wie es war, als wir ankamen. Bis auf die Leiche natürlich. Die liegt jetzt bei Dr. Dochnall im Labor. So, jetzt haben wir den Salat. Thank you.
Und was jetzt? Komm schnell! Wenn rauskommt, dass wir hier waren, kann ich meine Dienstmarke verschrotten lassen. Gib sie mir, ich lass mir eine Brosche draus machen. Beeil dich! Frau Möbius? Herr Möbius? Herr Pohl. Also, ich muss mich doch sehr wundern. Schnell! Merk dir die Autonummer! Was? Enzor 13. Wer war das? Was soll das? Der Mann war gerade in der Wohnung von Waltraud Hohl. Woher wollen Sie das wissen? Sie war in der Wohnung. Nee, nur ich, Eugen, ich meine, Hauptwachtmeister Möbius hat draußen gewartet. Genau, genau so war's. Ich hab nämlich... Hören Sie auf. Ich glaube Ihnen kein Wort. Aber das ist mir im Augenblick völlig egal. Geben Sie das dem Chef, die Aussagen der Hausbewohner. Herr Tönissen ist gegen 6 Uhr im Treppenhaus gesehen worden von... Der Name steht da drin. Ob er kam oder ging, konnte die Zeuge nicht sagen. Dann war er doch bei ihr am Abend. Auch das ist mir sowas von egal. Sie glauben gar nicht, wie egal, Frau Möbius. Ich gehe jetzt nämlich nach Hause, nehme ein Bad in glühend heißem Eukalyptusdampf. Falls ich danach noch leben sollte, melde ich mich. Tja! Fett? Was für Fett? Am Hals. Auf den Würgemalen. Sie meinen, der Täter hat vorher Pommes gegessen, oder was? Herr Hauptkommissar, bitte. Jetzt warten Sie gefälligst auf meinen Autopsiebericht. Haben Sie nichts zu tun? Fett, komisch. Was mit Vergewaltigung? Hat er nun oder hat er nicht? Okay. Aber gleich morgen früh, nicht? Wenn ich damit fertig bin und keine Sekunde früher. Ich brauche Fakten, Dr. Dochner. Fakten! Entschuldigung. Ah, Herr Strubel! Da ist die Akte Wagner, die Sie angefordert haben. Wagner? Susanne Wagner. Finde ich ja rührend, dass Sie jetzt auch noch unsere ungelösten Fälle lösen wollen. So nebenher. Oder kommt er gerade? Frau Möbius. Na endlich. Wo waren Sie denn? Hier überschlagen sich die Ereignisse. Das können Sie laut sagen. Susanne Wagner. Frau Möbius. Genügt es Ihnen denn nicht, dass Sie mich in meiner eigenen Abteilung ständig hinten und vorne verarschen? Müssen Sie mich auch noch im ganzen Präsidium zum Idioten machen? Chef, jetzt übertreiben Sie doch nicht so maßlos. Ich habe die Kollegen von der Mordkommission 1 lediglich um Kooperation gebeten und ich... Das klingt aber gar nicht gut. Ich fürchte, es hat Sie erwischt, Chef. Grippe? Reden Sie keinen Unsinn. Das ist der Staub, den Sie hier aufwirbeln. Pohl hat sich auch abgemeldet. Was soll das heißen? Dass er im Bett liegt. Wahnsinn, wie soll ich da arbeiten? Immerhin hat er noch bis zur letzten Minute seine Pflicht erfüllt und rausgekriegt, dass Volker Tönnissen am Abend vor der Tat im Haus war. Jawohl, hab ich's doch gesagt. Hab ich's nicht gleich gesagt? Der Mann schwitzt zu viel. Pohl, jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, ob er am gleichen Abend irgendwo Pommes oder sonst was Fettiges gegessen hat. Pohl! Pohl ist nicht da. Pommes frites? Warum denn das? Nee. Sonst klappern Sie mir wieder alle Frittenbuden in Hamburg ab. Rufen Sie Tönnissen an. Sagen Sie mir, soll ihr anfangen. Moment, da ist noch was, das Sie wissen sollten, bevor Sie Tönnissen den dritten Grad verpassen. Der verflossene Ehemann von Waltraud Hohl ist aufgetaucht. Ludwig Hohl. Filialleiter der Kreissparkasse in Poppenbüttel. Aufgetaucht wo? In der Wohnung von Waltraud. Wohnung? Pohl ist der Mann aufgefallen und er hat sich seine Autonummer notiert. Er sagt, er hat den Verdacht, dass er etwas aus der Wohnung geholt hat. Verdacht? Was? Wieso? Warum? Er hat eine Schachtel dabei gehabt. Na ja, vielleicht hat er sich alte Fotos geholt oder sonst was. Jedenfalls hat er auch einen Schlüssel zu der Wohnung, wie Herr Tönnissen. Frau Möbius? Und eins steht ja wohl fest, dass Waltraud Hohl ihren Mörder gekannt haben muss. Sonst wäre er nicht in die Wohnung gekommen. Herr Tönnissen, Möbius Mordkommission. Herr Hauptkommissar Strobel hätte Sie gern noch mal gesprochen. So. Wird alles zu Protokoll genommen. Das gibt einen Prozess.
Betriebsrat wird sich freuen. Und Sie werden sich noch wundern, Herr Hauptkommissar Strobel. Ich habe Zeit, Herr Tönnissen. Viel, viel Zeit. Auf mich wartet keine hübsche Gattin zu Hause mit dampfenden Kohlrouladen. Ich muss keinen Kindern bei den Mathehausaufgaben helfen. Ich bin ein freier Mann. Bis zu meiner Pensionierung in 3 Jahren, 1 Monat und 12 Tagen, kann ich mich völlig ungebunden und unbelastet auf Sie konzentrieren. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß, mehr ist nicht. Und wenn Sie mich bis zum jüngsten Gericht hier... Schubert, wo waren Sie denn den ganzen Tag? Auf der Intensivstation oder was? Es ist soweit, ich halluziniere. Chef, sehen Sie dort auch den Herrn Tönnissen auf Ihrem Besucherstuhl sitzen? Ja, wen sonst? Wen sonst? So, aber wo Sie schon mal da sind, ich habe noch einen Auftrag für Sie. Hier, Kreissparkasse Poppenbüttel, Ludwig Hohl. Poppenbüttel. Ludwig Hohl? Schubert. Jetzt, wo Pohl ausgefallen ist, sind Sie mein einziger Mann. Und Poppenbüttel liegt doch praktisch auf dem Heimweg. Ich brauche das Alibi zur Tatzeit von dem Herrn. Genau, wenn überhaupt einer einen Grund hatte, Waltraud zu erwürgen, dann dieser Unmensch. Setzen Sie sich. Waltraud hatte Angst vor noch ihm. Noch einen Schritt und ich werde Ihr Verhalten als Fluchtversuch. Poppenbüttel, ist das ein dienstlicher Befehl? Wenn Sie so wollen, ja. Auch wenn ich Ihnen hier unter Zeugen mitteile, dass ich inzwischen 39,2 Fieber habe, und meine Dienstzeit genau 28 Minuten zu Ende ist. Ein Polizist ist immer im Dienst, Schubert. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Aber bitte, ich kann dir bei der nächsten Hauptabteilungsleitersitzung vorschlagen, dass Sie nach Mauritius versetzt werden. Aber vorher fragen Sie noch den Filialleiter von Poppenbüttel, was er in der Wohnung seiner ermordeten Frau zu suchen hatte. Und prüfen Sie sein Alibi. Alles klar? Und anschließend erstatten Sie mir den Bericht. Ist das? Ich bewundere, wie Sie das machen. Was willst du denn hier? Ich liebe starke Frauen. Übernimmst du dich da nicht ein bisschen? Herr Hohl? Hey, ich gehe da nicht ins Fitnessstudio, um mir die Grippe zu holen. Entschuldigung. Was wollen Sie? Schubert, Kriminalpolizei. Tja, ist das nicht furchtbar? Kommt drauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Für das Opfer ist es natürlich schrecklich. Aber für den Mörder? Darf ich fragen, wo Sie waren gestern Abend? Herr Kommissar, falls ich meine Frau hätte umbringen wollen, dann doch wohl vor der Scheidung, nicht hinterher. Was glauben Sie, was mich der Scherz gekostet hat? Und warum waren Sie dann in der Wohnung heute Morgen? Wer sagt das? Mein Chef. Und was in der Schachtel war, die Sie haben mitgehen lassen, das hätte er auch gern gewusst. Was Sie nicht sagen. Sagen Sie Ihrem Chef, wenn er was von mir will, soll er sich mit meinem Anwalt unterhalten. Anwalt? Damit kann ich meinem Chef nicht kommen. Man hat Sie beobachtet, Herr Hohl. Kaffee, bitte. Sie haben eine Wohnung aufgebrochen und eine Schachtel entwendet. Also bitte, wenn es Ihnen lieber ist, in Handschellen aus Ihrer Filiale ins Präsidium geschleppt zu werden. Videokassetten. Ach was? Von mir und meiner Frau. Na ja, meine Güte, wir waren schließlich Jahre verheiratet und haben ein bisschen experimentiert. Harmlos. Ich wollte nur nicht, dass sich Leute wie Sie daran nach Dienstschluss aufgeilen. Mein lieber Herr Hohl, da kennen Sie mich aber schlecht. Damit ich eine Überstunde mache, da müssen Sie mir schon ganz was anderes bieten, als Ihren gestellten Manager hinter den Straps. Sie? Na gut, bevor ich mir hier einen Tod hole, kommen Sie. Wohin? Ich denke, Sie wollen mein Alibi überprüfen. Na also. So, das sind die Letzten. Jetzt habe ich aber wirklich keine Vase mehr. Ehrlich, Herr Möbius, das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Die müssen ja ein Vermögen gekostet haben. Der Adelheid ist mir nicht zu teuer. Na. Also wenn ich da an Ihre monatlichen Schecks denke, der letzte zum Beispiel 300 Mark. Herr Möbius, davon kann doch keine Frau leben. Du hast mir eingefallen, Oma. Ach, der Senf, ich habe den Senf vergessen. Nein,
Es tut mir in der Seele weh, wenn du immer Herr Möbius zu mir sagst. Auch wenn Adelheid und ich geschieden sind, bin ich doch immer noch der Vater deines Enkelsohnes. Bitte, Oma. Das haben Sie sich ganz alleine zuzuschreiben. Und überhaupt, woher wollen Sie denn so genau wissen, dass Holger Ihr Sohn ist? Adelheid, komm doch mal. Komm doch mal, guck doch mal, was uns der Herr Möbius mitgebracht hat. Ist das nicht herrlich, wo ich Blumen so liebe? Ich gehe ja schon. Ich hoffe, du hast schon gegessen, ja, weil als du nicht kamst, da habe ich Herr Möbius... Donnerstag habe ich Volkshochschule, Mutti. Aber wo du schon mein Abendessen gegessen hast, kannst du mir gleich helfen. Donnerstag, heute ist Donnerstag, ich dachte Mittwoch. Zieh die Jacke aus. Ich kann dir schnell ein Rührei machen mit Paprika und Tomaten. Häng das Bild ab. Ich brauche Platz. Hä? Adelheid! Du machst schon und du holst deinen Nähkasten. Adelheid! Nur für ein paar Tage, Mutti, bis ich den Fall im Griff habe. Bitte, ich brauche deine Stecknadeln, die mit den bunten Köpfen. Fall? Adelheid, hast du noch nicht genug? Sobald der Pol wieder gesund ist und deinem Chef erzählt, ja, dass er uns in der Wohnung gesehen hat, dann... Wenn Pol wieder gesund ist, dann liegt Strobel im Bett. Und bis dahin bin ich die Einzige in der Abteilung, die den Durchblick hat. Im Bett? Strobel? Spätestens morgen liegt er flach, wenn nicht schon heute. Sommergrippe, Eugen. Hongkong-Virus A5. Oh Gott, Gott, Gott. Ach, du Liebe. Chef. Oh Gott, Gott, Gott. Ach, du Liebe. Herr Hauptkommissar? Schubert, was wollen Sie denn hier? Bericht erstatten, dienstlicher Befehl. Ach so, ja. Die Sparkasse in Poppenbüttel war schon geschlossen. Aber es ist mir gelungen, Herrn Direktor Hohl in seinem Fitnesscenter anzutreffen, wo er mir folgende Angaben zu Ihren Fragen gemacht hat. Er gibt dazu zur fraglichen Zeit, das heißt zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr, in der Wohnung seiner ehemaligen Frau gewesen zu sein. Von einem Mord will er allerdings nichts gewusst haben. Jedenfalls sei er nur im Schlafzimmer gewesen, um... Ja, schon gut, schon gut. Ja, wollen Sie denn nicht wissen, was er dort geholt hat, Chef? Ja, schon, aber nicht so laut. Mein Kopf. Wie mir Herr Hohl glaubhaft versicherte, wollte er nur die unanständigen Videokassetten wiederhaben, die er und seine Frau in glücklicheren Zeiten ihrer Ehe miteinander. Naja, Sie wissen schon. Für mich? Was ist das? Steifelgrog. Ist da Alkohol drin? Ich bin mit dem Wagen gar nicht versichert. Bart. Außerdem, Chef, Sie hatten ja so recht. Man muss sich nur ein bisschen zusammennehmen und seine Schmerzen einfach ignorieren. Jedenfalls geht es mir jetzt schon bedeutend besser als heute Vormittag. Aber Sie, Sie scheinen ihn ja nötiger zu haben, als ich Sie gestatten. Ja, Ihre Augen, die glänzen. Wie? Und Ihre, Sie erlauben, Ihre Lymphdrüsen sind geschwollen. Wo? Sie haben die Grippe, Chef. Vielleicht kriegen Sie wenigstens keine Nebenhöhlenentzündung wie ich. Allerdings Ihre Bronchien, die werden ganz bestimmt in Mitleidenschaft gezogen. Vielleicht auch der Darm, wenn Sie den resistenten Strang Hongkong A3 erwischt haben. Ja, Herr Chef, da hilft nur eins, auf die Zähne beißen und durch frische Luft und durchatmen. Ja, wo war ich denn geblieben? Das Alibi. Zur Tatzeit befand sich Herr Hohl, wie mir sein Kreditsachbearbeiter Eugen Schorf bestätigt, auf dem jährlichen Betriebsfest seiner Filiale in Travemünde. Chef, Chef, was haben Sie denn? Rufen Sie Dr. Dochnal. Ich sterbe. Du hast recht. In allen drei Fällen ist der Mörder ohne Gewaltanwendung in die Wohnung gekommen. Und in allen drei Fällen waren die Opfer alleinstehende, berufstätige Frauen. Annegret Schiller, Sekretärin in einer Werbeagentur, Susanne Wagner, Disponentin in einer Möbelspedition. Und Waltraud Hohl, Sachbearbeiterin in der Krankenkasse. Ich gehe jetzt ins Bett. Aber das ist noch nicht alles. Bei allen Opfern fehlt auch jegliches Bargeld, bis auf Kleingeld in den Handtaschen. Gute Nacht! Und alle wurden zwischen 20 und 21 Uhr umgebracht. Das ist wichtig, Eugen. Zwischen 20 und 21 Uhr. Gute Nacht, habe ich gesagt. Gute Nacht. Nacht, Mutti. Aber ist ja klar, dass dein Sohn immer noch nicht zu Hause ist? Er hat Spätschicht heute. Mittwoch? Seit wann? Oh, Mutti, heute ist Donnerstag. Ach. Vielleicht ist es das Beste, du schläfst bis Freitag durch, dann stimmt dein Kalender wieder. Vielleicht schlafe ich am besten gleich bis zu meiner Beerdigung durch. Blumen haben wir ja genug. Da muss sich wenigstens keiner mehr um mich kümmern. Mutti. Ach, ist doch wahr. Na, nun schlaf gut. Du könntest auch mal ein bisschen eher ins Bett gehen. Ich weiß, Mutti. Und sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. So, hier. Was soll ich damit? Seite 412, Restaurants. Erinnerst du dich nicht? Die Seite lag aufgeschlagen neben Waltraud Hohls Telefon. Ja, und? Und wie bei vielen berufstätigen Frauen, die keine Zeit und keine Lust haben zu kochen, wenn kein Mann versorgt werden muss, war auch bei ihr nichts im Eischrank.
Jetzt suchst du mir alle Restaurants von der Seite da heraus, die im gleichen Stadtteil, also sagen wir zwischen Alster und Bahnhof liegen. Also das sind ja 100. Oh nee, das ist auch wieder so ein Ding mit euch Männern. Ewig alles übertreiben. Das sind höchstens 10 oder 20, die mit dem Buchstaben T anfangen. Na nun mach. Trattoria Venezia, Holzdamm 5. Können Sie völlig beruhigt sein, Herr Pohl. Außer mir ist heute niemand im Büro erschienen. Also, kurieren Sie sich in aller Ruhe aus. Ich? Offenbar gefällt der Virus nur Kriminalbeamte männlichen Geschlecht. Moment, ich korrigiere mich. Herr Schubert ist auf dem Wege der Besserung. Werde ich ausrichten. So, und jetzt muss ich wirklich Schluss machen, Herr Pohl. Ich kann ja nicht stundenlang mit Ihnen telefonieren, nur weil es Ihnen langweilig im Bett ist. Ja, nun lesen Sie ein gutes Buch. Gute Besserung. Seit Stunden versuche ich, bei Ihnen durchzukommen, aber es ist ja dauernd besetzt. Was kann ich dafür, wenn Kollege Pohl mich ständig anruft? Sie sollen zum Chef kommen, er liegt im Sterben. Behauptet er jedenfalls. Aber wenn er so weitermacht, dann glaubt er es tatsächlich und stirbt wirklich. Psychosomatisch sozusagen. Sowas soll schon vorgekommen sein. Und die Todesursache, Stopfen? Sie machen sich ja keine Vorstellung, Frau Möbius, was ich mit dem Mann durchgemacht habe heute Nacht. Sie waren bei ihm die ganze Nacht? Naja, eigentlich wollte ich nur ganz kurz Bericht erstatten wegen meinem Besuch bei Ludwig Hohl. Was wollte er in der Wohnung? Nichts. Ich meine, das interessiert jetzt nicht. Jedenfalls hat der Herr Hauptkommissar nach dem Genuss von sechs von seinen Grogs praktisch die Panik gekriegt. Ja, und dann? Dann hat er Dr. Dochnal aus dem Bett holen lassen. Nein, unseren Dr. Dochnal? Tja. Zur Leichenschau. Also das finde ich jetzt gar nicht komisch, Frau Möbius. So eine Virusgrippe kann einem ganz schön zu schaffen machen. Und schließlich war unser Chef erst zweimal in seinem Leben krank, wie er selbst sagt. Mit 14 Mumps, ja, und dann die Kugel, die er sich bei dieser Geiselnahme eingefangen hat, 1959. Kein Wunder, dass er da jetzt ausrastet. Frau Möbius, wir müssen... Na, wo ist denn unser kleiner Patient? Gestorben? Noch nicht. Schade, lässt er mich aus dem Bett holen. Ein Mann, den ich noch nie bei einer Grippeschutzimpfung gesehen habe. Ein Mann, der sich königlich amüsiert hat, als ich mir vor 2 Monaten meinen Ischiasnerv eingeklemmt hatte und der sich rühmt, in seinem Leben nur 2-mal krank gewesen zu sein. Dieser Mann hat die Stirn, mich wegen eines lächerlichen grippalen Infekts... Ist ja gut, aber wo Sie schon mal da sind. Hier steht Mageninhalt unerheblich. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass nichts drin war. Vielleicht hat sie zum Mittag einen Joghurt gegessen. Sie haben doch auch die Mordfälle Schiller und Wagner untersucht. Fragen Sie mich was Leichteres. Hier. In beiden Fällen hatten die Opfer nichts gegessen. Und? Frau Möbius glaubt, Mord auf nüchternen Magen ist schlecht verträglich. Der Humor Ihres Chefs scheint wohl auf Sie abgefärbt zu haben. Falls Herr Strobel den heutigen Tag überleben sollte, dann kann er mich mal anrufen, wenn er noch Fragen haben sollte. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Frau Möbius, wir müssen. Ich habe dem Chef versprechen müssen, in spätestens einer halben Stunde zurück zu sein. Sie können den Bericht ja mitnehmen. Was soll ich da? Händchen halten? Ihnen wird schon was einfallen. Guten Tag, Frau Müller und Ralf Kledic. Er ist Frau Möbius. Oh Gott, wie sehen Sie denn aus, Herr Pohl? Ich kann es mir vorstellen. Aber Dienst ist Dienst. Meine Tochter ist aber nicht da. Im Büro meldet sich keiner. Bei Kollege Schubert auch nicht. Und beim Chef ist der Anrufbeantworter dran. Wo sind die alle? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Mir sagt sowieso keiner was. Ich komme auch gerade eben erst vom Gemeindehaus. So kommen Sie doch rein in den Zug. Holen Sie sich doch noch einen Tod. Danke. Ich mache mir gerade einen Tee. Trinken Sie auch eine Tasse mit Zitrone, das lindert. Setzen Danke. Sie sich schon mal dahin, ich komme gleich wieder. So. Der Tee ist da. Das wird Ihnen gut tun. Darf ich fragen, was das hier ist? Ist das nicht furchtbar? Im Wohnzimmer. Aber Adelheid lässt mich das nicht wegmachen. Und dabei hängt da sonst immer diese wunderschöne Gebirgslandschaft. Die ist von meinem zweiten Mann, der Wolfgang See. Da waren wir jedes Jahr in Urlaub. Die Karte. Was bedeuten die Nadeln? Also die roten, das sollen die Tatorte sein von den Morden. Und die blauen, das sind irgendwelche Restaurants, die mit T anfangen. Restaurants mit T?
Der Tee wird kalt. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich gebe Ihnen die Decke. Wo ist meine Kamelhaardecke? Das ist doch furchtbar in diesem Haushalt. Schenken Sie schon mal ein, ich bin gleich wieder da. Kann ich mal kurz telefonieren? Ja, bitte, bitte. Herr Strobel, Sie haben genau 30 Sekunden Zeit. Bitte sprechen Sie jetzt. Chef, ich bin's. Ich bin gerade bei Frau Möbius zu Hause und ich habe den Verdacht, dass sich dabei wieder was zusammenbraut. An der Wand hier hängt nämlich ein Stadtplan von Hamburg. Das ist doch sehr merkwürdig. Das Bettzeug von Adelheid ist auch weg. Das schöne, dicke Blümow und meine teure Kamelhaardecke. So, und jetzt noch Muttis tolle Kamelhaardecke. Wo ist Schubert? Ich habe ihn nach Hause geschickt. Nachdem Sie ihn gestern Nacht so malträtiert haben, braucht er dringend ein Auge voll Schlaf. Und Sie sollten auch schlafen. Schlaf ist die beste Medizin. Ich habe Angst, dass ich ersticke. Da werden Sie der Erste. Das Rezept ist so alt wie Kneipp. Lindenblütentee, kalte Wickel und Schwitzen. Wo ist Schuberts Thermometer? Ich glaube, ich habe mindestens 45. Mein Blut kocht gleich. Jetzt machen Sie wenigstens Ihre Augen zu. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte zum Einschlafen. Die Geschichte von der armen Waltraud. Es war einmal eine nette Frau. Sie war nicht die hübscheste und nicht die gescheiteste, aber sie lebte brav und zufrieden in ihrer Wohnung, die sie von ihrem ehemaligen Mann übernommen hatte. Jeden Morgen ging sie ins Büro, arbeitete tüchtig und abends ging sie mit ihrem neuen Freund ins Kino oder ins Theater oder chinesisch oder japanisch essen. Die Geschichte gefällt mir nicht. 39,5. Sie sollen nicht zuhören, sondern schlafen. Ich denke nur laut. Also, Waltraud war glücklich und genoss ihre Unabhängigkeit. Ihre Hausarbeit erledigte ihre alte Reinemer-Frau, die gute Frau Schmanz. Und zu kochen brauchte sie auch nicht, denn heutzutage geht man aus zum Essen oder man ruft ein Restaurant an und lässt sich eine Pizza bringen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr zu warten. Ich verstehe das auch nicht. Vielleicht ist er Auswärtsessen, weil ich heute doch nicht kochen konnte. Wegen dem Gemeindehaus, dass der Chor ausgefallen ist, konnte sie ja nicht wissen. Na, endlich. Das ist sie nicht. Die hat doch einen Schlüssel. Und Sie sind bei der Kripo, also ich muss schon sagen. Erstens habe ich einen Kopf wie eine Tomate und zweitens könnte Frau Möbius den Schlüssel ja vergessen. Was Oma? Ich denke, du bist im Chor heute Abend. Mir ist ausgefallen. Haben Sie meine Kamelhaardecke gesehen? Herr Pohl, gut, dass Sie da sind. Sie müssen Adelheid diesen Wahnsinn ausreden. Gern, wenn ich wüsste, welchen Wahnsinn. Hat das was mit den Nadeln da zu tun? Ja, die halbe Nacht gestern hat sie rumgeknobelt und jetzt glaubt sie, dass irgendein Pizzalieferant der Mörder ist. Mörder? Pizza? Entweder vom Toskana oder von der Trattoria Siciliana. Und dann noch, wie heißt das gleich, mit Tee beim Bahnhof? Tintoretto. Tinto, ja. Das ist allerdings recht gewagt. Der Pizzakiller von Blankenese, oder wie? Sie kennen doch Adelheid. Wenn sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann... Jedenfalls soll ich um 20 Uhr hier sein, wenn Oma im Gemeindehaus ist. Entschuldigen Sie, dass ich existiere. Und Ihren Anruf abwarten. Sie macht es entweder hier oder in einer anderen Wohnung. Was macht sie? Na, sie bestellt bei den drei Restaurants je eine Pizza, lässt sie nach Hause bringen und wenn der Mörder dann zuschlägt, nehme ich ihn fest. In meiner Wohnung? Also, Herr Möbius, das ist der größte Schwachsinn, den ich je in meiner ganzen Laufbahn gehört habe. Nee, nee, so blöd ist das gar nicht. Alle drei Frauen wurden freitags zwischen 8 und 9 abends umgebracht. Drei? Was für drei Frauen? Ist alles in den Akten. Und jedes der Opfer hatte am Hals diese seltsamen Fettflecken. Olivenöl. Mein Dr. Dochnal, ja. Also, wenn das stimmt, dann... Kommen Sie, wir müssen sofort Hauptkommissar Strobel unterrichten. Das geht nicht, der liegt doch mit 40 Fieber im Bett. Egal, wenn er das hört, ist er in 0,x wieder auf den Beinen. Ich gehe hier nicht weg, ich soll auf Ihren Anruf warten. Adelheid? Ach, Sie sind's. Was? Oh Gott. Wer war das? Schubert. Adelheid ist bei Hauptkommissar Strobel. Über Nacht? Bei diesem unmöglichen Menschen?
Sie glauben doch nicht, sie wird bei Strubel. Mit meiner Kamela, Decke. Es ist Freitag. Adelheid wartet doch keine Woche, wenn sie glaubt, einen Mörder schnappen zu können. Oh mein Gott. Mit meiner Decke. Hm? Ja. Tja, dann wollen wir jetzt mal nicht so sein. Schließlich ist der Chef auch nur ein Mensch. So. Das ist gut. Und das. Richtig, das, das. Hier. Flamine können nicht schauen. Das muss genügen. Jetzt fahren Sie doch. Sie sehen doch, es ist rot. Fahren Sie mit Blaulicht. Fahren Sie oder ich? Das ist kein offizieller Einsatz. Wollen Sie es schriftlich haben mit 3 Durchschlägen für Ihre Schwiegermutter? Jetzt ist es ein Einsatz. Los! Abend sagen Sie, wäre es möglich, dass ich um 20.20 Uhr eine Pizza geliefert bekomme, Medium Käse Schinken? Strobel, Hafengasse 4. Auf keinen Fall früher, weil ich dann noch nicht zu Hause bin. Wunderbar. Sagen Sie dem Fahrer aber, er soll 3-mal klingen, damit ich Bescheid weiß. Man kann als alleinstehende Frau heutzutage nicht vorsichtig genug sein. Danke. Woher sollte ich denn wissen, dass ich heute noch einen Einsatz fahren muss? Sie werden doch wohl noch 10 Mark haben. Das muss reichen. Was? Ich soll zahlen? Das Geld sehe ich nie wieder. Laut Dienstvorschrift hat der Streifenführer sich vor Antritt der Schicht Möbius, ist es Ihnen lieber, Sie sehen gleich Ihre Gemahlin mit Fettflecken am Hals auf dem Linoleumboden von Strobels Kochnische liegen? Nur weil Sie nach Vorschrift Dienst machen. Das sind schon 10 Mark, Mensch. 11. 12. Ich hab nur 7 Mark dabei. Das gibt's doch nicht. Bei Ihrem Gehalt nicht, aber bei meinem. Kurz vorm ersten. Und bei den Alimenten, die Adelheid von mir kriegt, da kann man keine großen Sprünge machen. Scheiße. Mein Geldbeutel. Ich muss ihn in der Apotheke liegen gelassen haben. Kasse ist hier! Na, dann lass es sich mal was einfallen. Trattoria Siciliana? Sehr gut. Ja, genau, eine Pizza, aber bitte nicht gleich. 20.45 Uhr bin ich nämlich erst zu Hause. Strobel, Hafengasse 4. Sagen Sie dem Fahrer aber, er soll 3-mal klingeln, damit ich weiß, dass er es ist. Ja, 20.45 Uhr. Danke. Eugen! Oma, hast du etwa so lange telefoniert? Ach, der Hörer. Wo ist Eugen? Jetzt hör endlich auf. Deiner Kamelhaardecke wird schon nichts passieren, aber mir. Wo Eugen hin ist, hat er auch nicht gesagt. Das ist ja gut, ist ja gut. Ja, ja, tschüss. Mensch, Eugen. Wenn man dich einmal wirklich braucht. Sie sind's. Kommen Sie rein, ich muss nur noch schnell meine Handtasche. Was kostet das denn? 22 Mark, Signore. Das ist ja so praktisch, wenn man berufstätig ist. Und für mich alleine kochen macht auch keinen Spaß. Hier, stimmt so, 25. Grazie, Signore. Grazie gleichfalls. Arrivederci.
Jetzt bescheißen dann auch schon die Bullen. Entschuldigung, ich war am Telefon. Kommen Sie rein, bitte. Ich muss nur noch schnell mein Portemonnaie. Was macht das denn? 25 Mark. 25? Bei Ihrer Konkurrenz kostet die Medium-Käse-Schinken aber nur 22. Tja, dafür ist bei uns mehr Käse drauf. Auch egal. Hauptsache, ich muss nicht kochen. Wenn man alleine lebt wie ich, macht das keinen Spaß. Danke. Sagen Sie, kann ich mal Ihre Toilette benutzen? Ja, natürlich. Da. Danke. Möbius! Ja? Was wird denn, hä? Brauchst du eine Lernstelle vor? Doch mal nötig, oder was, hä? Da! Pizzeria Tintoretto! Brauche ich das ganze Zeug nicht mehr, aber Sie umso mehr. Sonst noch Fragen? Chef, ich... Irgendjemand hat Ewald gerufen. Waren Sie das? Ja. Sie haben Fieber. Kommen Sie. Ich bringe Sie wieder ins Bett. Tja. Nachdem der Herr Hauptkommissar offensichtlich dienstunfähig ist, übernehme ich als dienstältester Beamter das Kommando. Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Und was wollen Sie überhaupt mit in der Nacht? Das ist der Pizzakiller von Blankenese. Geben Sie es auf, Mann! Ihre Fingerabdrücke, die waren in der Wohnung von Frau Schiller. Olivenöl auf Krokodilimitation. Und das Bargeld, das haben Sie der armen Frau auch noch geklaut, was? Guten Morgen allerseits. Was für ein herrlicher Tag, nicht? Eigentlich viel zu schade fürs Büro. Ah, guck mal an, der Herr Pohl, auch wieder an Deck. Man tut was man gerne.
Also, ich kann Ihnen sagen, dieser Virus, den Schubert mir da angehängt hat... Ich was? Der hat's in sich. Ich meine, wenn ich von Frau Möbius träume, dann ist ja wohl alles zu spät. Und was für ein Traum. Pizzas in der ganzen Wohnung und mittendrin. Und so Frau Möbius, die Hilfe schreit. Ich stehe auf. Ich laufe in Zeitlupe, wie mein Traum eben so läuft und nicht vorankommt. Und es steht ein Mann im Zimmer mit meiner Pistole und will mich umbringen. Und sie, sie liegen in seinen Armen, wie diese Schauspielerin in Vom Winde verweht. Scarlett. Ein Albtraum. Aber, naja, ich hab's ja überstanden. So, und jetzt wieder an die Arbeit, meine Herren. Wen haben wir denn da? Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Das ist der Mann, der Waltraud Hohl ermordet hat. Ihr Pizzalieferant. Er hat auch die anderen beiden Frauen auf dem Gewissen. Tod auf Bestellung sozusagen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Mir ist so komisch. Glaube, ich kriege Grippe. Wer war das denn?